Hallo, liebe Freunde. Das Grundgesetz garantiert uns ja in Artikel 5 eine umfassende Meinungsfreiheit. Aber leider hat sich in unserem Land ja die sogenannte politische, in Anführungsstrichen, Korrektheit durchgesetzt. Das heißt, über gewisse Themen darf nur so diskutiert werden, wie der Mainstream das eben vorgibt. Presse, Politik und so weiter. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Mit welchem Recht will man mir zum Beispiel die Meinung verbieten, mich frei zu jedem Thema zu äußern? Ist doch ein Unding. Mit welchem Recht? Habe ich irgendwas verbrochen oder woran liegt das? Heute sieht es so aus, dass wir ein vorgegebenes Geschichtsbild haben. Das ist gegen Kritik durch diese politische Korrektheit praktisch geschützt. Und insofern drehen wir uns in einem Zirkel wie im Mittelalter. Hier ist die Wahrheit. Da ist die Bestimmung, dass man gegen diese Wahrheit nichts sagen darf. Und somit bestätigt sich die Wahrheit und wir bleiben immer im selben Kreislauf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Denn was haben wir jetzt, unsere Generation, meine Generation und jünger, überhaupt für eine Verantwortung für diese Geschichte? Es gibt keine Kollektivverantwortung. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, was er tut und wie er handelt. Und es gibt auch keine Verantwortung, die in Zeiten vor der Geburt des Menschen zurückreicht. Das kann gar nicht sein. Leider ist es aber so, dass wir nicht nur diese vorgegebenen Wahrheiten akzeptieren sollen, sondern wir sollen ja für diese Wahrheiten in Anführungsstrichen auch zahlen. Darum geht es ja. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Ersten Weltkrieg denkt, dann glaubt man ja nicht, dass der oder dass die Schulden aus diesem Krieg, für den man ja auch Deutschland alleine verantwortlich gemacht hat, dass wir die im Jahre 2010 bezahlt haben. Das heißt, meine Generation und die vorigen, die haben bis zum Herbst 2010 diesen Ersten Weltkrieg bezahlt. Nur aus dem einzigen Grunde, dass Deutschland von den Siegern die Alleinschuld an diesem Krieg zugesprochen wurde, zugeteilt wurde. Dieser Versailler Vertrag, der natürlich das ganze folgende Übel auslöste, war aber kein Vertrag wie ein Mietvertrag, der mit gleichberechtigten Personen ausgehandelt wird, sondern das war ein erpresserischer Vertrag. Lesen wir mal dazu, oder ich zitiere mal dazu kurz, aus der Express-Zeitung Nummer 28 vom September 2019, Seite 39. Das ist die Zeitung, die ich jedem empfehlen kann. Da steht zum Beispiel unter Churchills Hungerblockade von 1914 bis 1919 lässt rund 1 Million deutsche Zivilisten verhungern. Der wahre Grund dieser staatlichen Piraterie, da hat nämlich die englische Marine die Nordsee dicht gemacht und den Handel nach Deutschland unmöglich gemacht, lag jedoch in der Absicht, die gesamte deutsche Bevölkerung auszuhungern. Männer, Frauen und Kinder, alt und jung, Verwundete und Unversehrte, bis sie sich unterwirft. Wie Winston Churchill 1918 freimütig bekannte. Ja, so ist der Versailler Vertrag zustande gekommen. 1 Million Deutsche sind verhungert. Das muss man dazu wissen.
und das muss auch mal gesagt werden. Nun aber zu meinem letzten Video. Ich habe da eine Zuschrift von einer Leserin gekriegt, von Frau Andrea A., die mir etwas schreibt, was ich hier bekannt geben möchte oder in Auszügen vorlesen möchte. Es sind zwei Seiten ausgedruckt, was sie mir geschrieben hat. Sie war sehr bewegt von dem Video. Ich danke euch überhaupt für die Reaktion, die ihr in meinem Video gegeben habt. Es sind noch mehrere Zuschriften gekommen, aber dieses möchte ich hier mal vorlesen. Lieber Herr Reeder, ich habe mir Ihr Video mit Interesse angesehen. Ich stimme Ihnen zu, es waren Terrorangriffe aus der Luft. Es ging um den Luftkrieg hier in Lübeck und der hier seinen Anfang nahm. Es ging gegen das deutsche Volk. Nichts daran war humanitär. Die Menschen in ihren Kellern erstickten, verbrannten, wurden zerfetzt oder im heißen Wasser von zerborstenen Rohren regelrecht gekocht. Ich hatte Ihnen ja schon mal die Geschichte meiner Großmutter während des Bombenangriffs auf Dresden geschildert. Ja, das stimmt. Dresden war natürlich der Horror schlechthin. Die Großmutter väterlicherseits saß in Köln im Keller. Mein Vater, 1939 geboren, zitterte als Kind in Kölner Kellern oder im Bunker. Ja, der war da man gerade frisch geboren fast, kann man sagen, als er das erleben musste. Er war zeitlebens allergisch gegen den langgezogenen, heulenden Ton der Sirene. Es erinnerte ihn immer wieder an die ausgestandene Todesangst. Die Großeltern meines Mannes flohen über das Eis der Ostsee mit Pferd und Wagen. Ja, das ist auch eine Parallele zu meinem Vater, der auch aus Königsberg geflohen ist. Sie stammten aus Ostpreußen. Unsere Großtante war 12 Jahre alt und hat uns oft von der Flucht erzählt. Lange Schlangen von Wagen, Tieren und Menschen. Schutzlos auf dem Eis wurden sie tagsüber von Tieffliegern angegriffen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Großmutter meines Mannes blieb immer bei den Pferden und hielt sie an den Zügeln während der Angriffe. Die Kinder und alten Leute suchten Schutz unter dem Wagen. Wo hätten sie sich auch verstecken können? Die Tante sah erfrorene Säuglinge und alte Leute, die an den Rändern des Eises abgelegt waren. Sie sah zerschossene Treckwagen und tote Pferde. Es ist unglaublich, was sie erlebt und erlitten hat. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und wer heute in dieser Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen ist, der hat überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Aber man sollte mal versuchen, sich in diese Situation reinzuversetzen. Dann schreibt sie weiter. Der Vater einer Kollegin ist kürzlich verstorben. Kurz vor seinem Tod, als er schon ganz schwach war und kaum die Treppe heraufkam, sagte er: Jetzt fühle ich mich wieder wie damals, als ich mit 15 Jahren aus der Gefangenschaft auf den Rheinwiesen entlassen wurde. Dann, erst kurz vor seinem Tod, berichtete er von seinem Martyrium. Die ganzen Jahre hatte er geschwiegen. Rheinwiesenlage, auch ein Thema für sich, was nicht sehr oft erörtert wird in unseren Mainstream-Medien. Sie schreibt dazu in Bezug auch auf Flüchtlinge insgesamt, eine ganze Armada von Sozialarbeitern steht heute bereit und verdient sich doof daran, um die Flüchtlinge jetzt von ihren Traumata zu befreien. Nach dem Krieg hat niemand danach gefragt, ob jemand traumatisiert ist. Da gab es keine Sozialarbeiter oder Psychologen. Die Menschen mussten das mit sich alleine ausmachen. Sie haben nicht gejammert, sondern dieses Land wieder aufgebaut. Sie haben das Wirtschaftswunder geschaffen. Wenn also jeder, der damals traumatisiert war, kriminell geworden wäre, ich glaube nicht, dass die Kriminalitätsrate nach dem Krieg exorbitant hoch war. Sicher gab es Schwarzmarktgeschäft und Diebstahl, das war aber oft der Not geschuldet. Und sie schließt dann ab, wir Deutschen sollen ja unsere Geschichte verleugnen.
Der Deutsche ist immer schuldig am Elend der ganzen Welt. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, Sie haben recht. Geschichte schreiben immer die Sieger. Sagt man nicht auch, wehe den Besiegten? Ja, das ist ein Teil der anderen Seite der Geschichte. Und ich kann da nur den 1916 geborenen CBS-Nachrichtensprecher Walter Cronkite zitieren, der sagt: Um die Wahrheit zu finden, musst du beide Seiten einer Geschichte hören. Ja, das ist ein Teil der anderen Seite. Die eine Seite der Geschichte, die hören wir jeden Tag in Radio- und Mainstream-Medien. Aber es geht darum, dass die Wahrheit immer zwei Seiten der Medaille hat. Und hier wollen wir uns hin und wieder mal dieser Kehrseite der Medaille widmen. Und ich hoffe, ihr seht das ein, dass man auch hierzu seine Meinung frei sagen darf. Bis dann, euer Joe. Tschüss.